Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in von Thüringen 2. Ich werde jetzt die Tiere füttern. Und zwar das volle Programm: Stroh als Einstreu und Futterhaltungsfutter. Ne? Dazu beginnen wir mal vorne Stall Nummer 1. Die Kälber sind umgestellt, komplett im neuen Zuhause. Im Nachbarstall. Ich habe heute immer noch kein Internet. Die Samstagfolge ist arg in Gefahr. Falls es mir morgen gelingen würde, hochzuladen, ja, schönen Sonntag. Der Gewitter war doch stärker, als ich dachte. Muss wohl kräftig eingeschlagen haben, keine Ahnung, weiß es nicht. Ich habe da noch keinen erreicht. Ich mache trotzdem mal die Aufnahmen heute fertig für morgen und für nächste Woche, falls es auch nochmal klappen sollte. Also, an sich sollte es normalerweise ja, 300 Stunden sein. Hoffe ich jedenfalls. Also Fernseher geht in mir auch nicht. Also das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen. Früher, wenn mein Netzwerk weg war, dann lag es am Internet, also am Server oder so. Da auch der Fernsehempfang komplett weg ist, ist das schon mal sehr bedenklich. Ja, gut, wir machen hier weiter. Die Aussaat ist fertig. Es hatte gekeimt. Bei Mais, bei Soja auch, weiß ich nicht. Hoffe jedenfalls. Jedenfalls, wir können noch nicht düngen. Brauche noch mal eine Wachstumsstufe. Das dauert noch ein bisschen. Also Tiere füttern heute und mal sehen, vielleicht können wir ein paar Visionen annehmen. Wäre ja vielleicht praktisch, ne? Arbeiten. Wir können auf 5 gehen in Geschwindigkeit. Eigene Arbeit sind so nicht in Gefahr. Milch verkaufen können wir noch. Können wir auch tun. Geld verdienen. Ne? Eigentlich müsste die Veganer bedient werden. Zwar vom Silo aus. Das kann auch noch gemacht werden. Also Arbeit ist genug da. Ist nur halb ein bisschen eintönig, ne? Und der franselt. Wir fahren ein bisschen mehr zurück. Wir fahren ein bisschen nach links, ne? Gut, kann man doch noch rein. Ja. Mit Mühe und Not. Ja, die Milchkühe. Ja. Sind fleißig. Die haben sich fast. Ja. Verdoppelt, kann man sagen, ne? Wenn die männlichen Tiere und die weiblichen Tiere zählst. Und bald genauso viel wie meine Kaufladung. Die ersten beiden Kühe sind schon 3 Jahre alt, 4 Jahre alt. Das heißt, noch 2 Jahre ungefähr, dann gehen die, wenn sie 8 Jahre alt sind, dann gehen sie weg. Dann haben sie ihre Leistung gebracht, sagen wir so, ne? Der Wohlstand füllt sich aus langsam. Ich glaube, die heute erstmal Futter haben wollen. Ich hatte ja früher da mehr Tiere gehabt. Und ne, die wollen noch nichts haben. Die Kühe. Kälber brauchen ja nicht so viel, ne? Das ist das einzige Gute. Aber Bissen brauchen sie schon. So, den Rest fahren wir jetzt in die Dings rein, ne? In das Lager. Dann werden wir gleich vom Lager aus Stroh nehmen. Ja, Unkrautbekämpfung, Feld 38, könnte noch gemacht werden. Könnte. Auch mal sehen. Futter haben wir jetzt mal genug da. Und wenn wir die Glasche verkauft bekommen, die jetzt auch noch im Silo ist,
Das ist immer vorrangig, ne? Aber wir haben noch kein so Stroh. Wasser haben wir schon gekriegt. Oh, im Station haben wir schon viel drin. Oh, Stroh, 100.000 noch. Ja. Das lose Stroh wird knapp. Aber wir haben noch ein paar am Ballen, also so ist das nicht. Zur Not, wenn wir noch ein Strohlager bauen. Und da kann man ja lose rausbekommen, ne? Neuerdings. Das habe ich auch nicht drauf. Ja gut, heute ist nicht so wichtig. Muss ich mal das Paket hier auch erneuern. Und den Action-Funktionen, die man hier verwenden kann. Das Strohlager ist sicherlich eins davon. Denn Stroh ist Stroh, ne? Ja, Internet ist blöd, wenn nicht da ist. Fernsehen auch nicht, das ist ganz scheiße. Entschuldigung, im Griff. Ganz schlecht. Denn so früher habe ich ja zumindest, wenn ich kein Netzwerk war, so ein bisschen Fernsehen gucken können. Aber jetzt habe ich nichts von bei. Aber gut. Später ist ein Motor mit der Tür mal gebaut. Kann nicht sein. Als viel Geld und dann hast du nichts davon. Aber das ist typisch, erst verkaufen und dann nichts reinstecken, ne? Also keine nichts investieren. Das ist das Problem. Das ist im privaten System und so viel wie möglich, wie nötig. Oh. Habt ihr wieder was, ne? So. Dann geht's ein bisschen leise. Gut, jetzt hören wir was, ne? Ja. Oha. Fast der. Bisschen sauber ist noch, also nicht so schmutzig wie sonst. Dann werden wir den mal wieder hinfahren Richtung in den Rest ins Lager reinkippen und dann wieder Mischfutter für morgen vorbereiten, ne? Ja, normalerweise lade ich jetzt hoch, ne? Zumindest eine Folge. Klappt nicht. Ärgerlich. Es ärgert mich sehr. Gut, den parken wir Richtung Mischfutterfabrik. Und dann werden wir den anderen Traktor nehmen mit dem Fendt. Und die Silage in die BGH fahren, ne? Also Milch verkaufen wurde ich noch. Aber die Silage muss auch weg, die Milch geht ja nicht weg. Globaler Markt geht ja jetzt eher ohne, ne? Ohne Netz geht nichts. Also ungünstig, na gut. Ach, zum Glück ist das noch nicht so, noch nicht fertig, dass ich sagen kann, jetzt mit privaten Server, ne? Aber das ist schon ärgerlich. Die Grundvoraussetzung. Für alles, ne? So, wer will Milch haben? Bestimmt das Viehhandel, ne? Gestern war Viehhandel mit einem guten Preis. So. Gut ist voll. Das ist gut. So. Oh, speicher mal. Hatte ich gestern auch Probleme gehabt. Absturz im Spiel. Lach aber eher daran. In Verbindung mit Autodrive, dass es die Traktoren in voller Geschwindigkeit aktivieren wollte. Irgendwie wollte das funktionieren.
Oder Kursplaning entlassen. Das kann es auch sein. Gut. Wenn man es weiß, kann man es vermeiden. Ne? Wir fahren jetzt mal zum Viehhandel und verkaufen Milch. Mein Eye-Tracking funktioniert heute wieder mal. Ich habe einfach USB-Stecker gewechselt. Ist halt so, ne? Man ist verhext. Man steckt nicht drin. Ja, das ist eine Sonntagsfolge. Hoffe, dass wir noch hochladen können, ne? Ja. Das weiß ich auch nicht. So, Milch kommt, Junge. Milch. Was ihr damit macht, keine Ahnung. Milchpulver oder sowas. Tierfütterung. Normalerweise nicht. So, auskippen. Wir haben ein bisschen Geld verdienen. Ja, wäre schön, man sehen könnte, ne? Weiße Gold. Heute gab es ein bisschen Abkühlung. Draußen aktuell 15 Grad, aber das ist richtig schön. Gestern waren sie über 30. Nicht schön. So. 51.000. Gut, wir können jetzt ein paar Wochen Pause machen, ne? Gut verdient. Von so einem Sohn kann ich nicht träumen. Oh jo. Da steht schon Sonnenblumen. Na gut. Die habe ich gar nicht angepflanzt, ne? Ich habe ja nur Dings angepflanzt. Soja und Mais. Oh Mann. Hopshop sieht geil sehr leicht. Ob man das raushören würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, später Frühling, ne? Ja. Bei mir beginnt der Urlaub. Aber kannst du mir glauben, der geht so schnell vorbei. Ups, da sind wir schon wieder. Bei der Kuh. Bei der Milch. So, ein bisschen anders fahren, ne? Kann man da entsprechend auf den Weg kriegen. Normalerweise ja. Ja, mal nicht. So, das dauert eine Weile. Mal ganz kurz. Dünger. Wir brauchen hier sowieso. Lass mich hier stehen. Hat ja keinen Sinn, ne? Wir müssen ja spätestens das Wachstum einmal düngen. Gut, da kann er stehen bleiben. War hier noch ein zweites Fahrzeug? Ach, hier die Förderbänder.
Den wollen wir haben. Oben an die Silage, ne? Das ist eine gute Möglichkeit, zwischen den Folgen mal aufzuladen, ne? Dauert ja ein bisschen länger. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche allen einen schönen Restsonntag. Hoffe, dass ich heute hochladen kann. Ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Am Montag. Tschüss.